Willkommen zurück bei Let's Play Prince of Persia. Bei unserem lieben Prinzen. Und wir erinnern uns, wo wir aufgehört haben. Und vernichten diesen komischen Typen und laufen weiter. Und genau, hier haben wir aufgehört. Und es geht natürlich weiter. Und wir machen Springübungen. Die bitte ein bisschen schneller verlaufen, weil ansonsten habe ich ein kleines Problem. Na komm schon. Danke. So, es ist sehr schön, dass die Wasserzeit sich so schnell auflädt. Das war jetzt auch irgendwie doof, aber egal. Ein bisschen Energie bitte auch, aber nein, Energie kriege ich nicht. Übrigens, wir sind ungefähr bei 75% des Spiels, wenn ich das richtig gesehen, also wenn ich ungefähr die Zeit richtig gesehen habe, sind wir ungefähr bei 75% des Spiels. Hallo mein Bruder, mein etwas psychisch gestörter Bruder, um es genau zu sagen. Okay, jetzt wird's lustig. Das ist, was ich nicht mag. Einen Moment. Ist schon schlau, wenn man den Schlüssel aus seiner Tasche aufs Bett werfen will und einfach mal den Mülleimer trifft. Naja. Und auf geht's. Sprungnummer. Was? 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 Gerne rüber. Ich will wissen, ob hier irgendwas ist, aber anscheinend nicht. ich verstehe nicht. Ich muss erst so oder was? Ja, genau. B. Ah, überhaupt gerade fast die falsche Taste gedrückt. Okay, jetzt da hoch. Wand hochlaufen und springen und weiter springen. Wunderbar. Hier einmal rüber. Hier einmal hoch. Das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus, das sieht nicht gut aus. Wohin muss ich? Ich weiß nicht, wohin ich muss. Ah, doch, weiß ich wohl. So. Spannungserregende Musik. Die uns sagt, wir werden eh sterben, aber... Achso, ich dachte, das wäre ein Gegner. Hä? Achso. Und hallo, mein Freund. Aber die Viecher sind echt nur zum Anspringen gut. Finde ich ein bisschen, naja, immer... Ah, da ist ein Gegner. Oh, der ist ja sowieso nur zum Anspringen gut. Und auf geht's. Und rüber. Und ich glaube dahin. Wohin? Ah, okay. Schneller! Das sieht auch ein bisschen überhaupt nicht komisch aus, wenn er so breitbeinig da... Malik! Was ist das für... Nein. Ich muss ihm helfen. Oh, ganz merkwürdig, dass da gerade so ein Typ kommt. Ja, dann hilf ihm mal. Ich da rüber? Hä? Okay. Och nee.
Das gefällt mir gar nicht hier. Das war jetzt schlecht. Und jump. Und... Oh, fuck. Die Vögel kennen wir doch irgendwoher aus Sands of Time. Springer. Okay. Jo, mach ruhig irgendeinen Scheiß. Das kennen wir ja von dir bereits. Also wir können diese Art Vögel als Überspringer benutzen sozusagen. Senden irgendeine Frage oder so? Nö, aber Energie eventuell. Die ist doch dann recht wertvoll gerade. Wenn ich mich gerade ja nicht so wirklich gut anstelle, könnte man sagen. Okay, da hat er sich verwandelt. Schlussendlich dann doch. Aber er sieht ein bisschen anders, merkwürdiger aus, aber... Oh nein. Malik, kämpfe dagegen an! Widersetze dich! Machen wir die gleiche Verwandlung doch auch mal durch. Ja, und dann natürlich in der Cutscene wieder angegriffen werden. Das ist doch wunderschön. So, fangen wir mit die hier hinten an. Was geht denn hier? Falsche Taste. Ich wollte eine andere Taste drücken. Die Taste wollte ich drücken. Aber die tut mir gerade mehr gut hier. Alter, was soll der Scheiß denn? Ich verrecke. Oh, wir müssen leben. 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 Mehr Leben. Leute, verarscht mich nicht. Ich bin hier einer kleinen Mehrheit unterstellt. Ich darf nicht getroffen werden hier. Ja, komm schon. Scheiße. Ich bin sowas von im Arsch. Sowas von im Arsch. Wie witzig ihr doch seid. Ich hab nicht genug Energie für den Scheiß und ich hab nicht genug Leben für den Scheiß. Schnell. Ja. So, aber da kommen bestimmt jetzt gleich neue. So wie ich die Gegner hier kenne. Die Viecher halten mir hier zu viel aus. Ah, eindeutig zu viel. Hauptsache sind jetzt noch nicht noch welche mit Schild dabei, dann hätte ich ja ganz verkackt. Aber ich finde es dämlich, in so Cutscenes angegriffen werden zu können. Das ist so ein bisschen... Komm, jetzt langsam schaffen wir es hier wieder. Die Überhand zu gewinnen. Komm schon. Da sind es nur noch 4. 2.
Was? Da war doch noch einer. Bin ich jetzt ganz verarschen, oder? Ach, die Vögel sind ganz zufällig immer an der richtigen Stelle, was natürlich überhaupt nicht merkwürdig erscheint. Okay, Moment, Upgrade verfügbar erstens. Wir wollten das hier haben, ne? Ja genau, mehr Leben, genau. Holen wir uns erst einen neuen Energieslot oder das Leben? Ich würde sagen, holen wir uns das Leben. Aber... Jetzt gibt mir erst ein bisschen Energie. Okay, was ist das, was da hier oben so einen komischen Schatten wirft? Ja, ist ja gut. Tauchen nicht. Die lassen aber auch nur zum Tauchen gut, glaube ich. Die sind ja auch nur zur Deko da, also nur damit ich die anspringen kann. Was ich ein bisschen doof finde, aber naja. Aber wie komme ich denn da hin? Achso. Fail. Okay. Ich weiß nicht wohin mit mir. Leute, ich weiß nicht wohin. Ach so, hä? Ah.